Hallöchen, ihr Pflanzenwahnsinnigen da draußen. Heute habe ich euch fünf Modelle von wirklich wunder, wunder, wunderschönen Pflanzen mitgebracht, die aber auch meiner Meinung nach sehr, sehr anfängerfreundlich sind. Ja, die Pflanzen sind aus 1, 2, 3, 4 verschiedenen Gattungen und ich würde sagen, wir legen gerade mit dem größten Modell hier los und zwar könnt ihr den schon hier sehen. Das ist der Philodendron gloriosum und ihr werdet ihn schon einige Male auf meinem Kanal gesehen haben. Der ist mittlerweile einfach wirklich groß geworden. Ich zeige euch den mal. Also so sieht das Ganze aus. Hab den so in einem länglichen Topf stehen und der wächst tatsächlich jetzt dann bald vorne raus. Also ich werde den bald teilen können und da der ja sowieso kriechend wächst, werde ich den einfach mal auseinanderschneiden und mal schauen, was passiert. Aus dem Grund anfängerfreundlich, weil er hat bei mir noch nie irgendwie Zicken gemacht. Ich habe den als kleinen Einblattableger habe ich denn bekommen. Er hatte schon Wurzeln und auch, nein, ich glaube, die Triebspitze hatte er noch nicht. Also er ist noch nicht ausgetrieben. Ja, aber wirklich seit da keine Probleme, nur ein bisschen Tripse wie immer. Aber ja, er behält auch seine Blätter gut. Einfach düngen und Wasser geben, eine gute Erde und fertig ist der Hinguckor Philodendron. Schlechthin. Bedenken müsst ihr einfach, er braucht relativ viel Platz, da er kriechend wächst. Dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Pflanze aus der Gattung Philodendron. Und hier habe ich noch einen Unterteller. Meiner sieht jetzt leider nicht gerade sehr Hinguckor-mäßig aus, aber was ihr vielleicht nicht wisst, die Philodendron Micans, die werden ja meistens so verkauft als Ampelpflanze, aber wenn ihr den an einem Rangstab hochranken lässt, dann werden seine Blätter wirklich viel, viel größer, also noch einiges größer als das hier. Und ich finde, das ist so eine richtig basic Pflanze. Sie ist einfach zu vermehren. Stecklinge machen ist super easy und sie hat trotzdem so ein richtig, richtig schöne velvety Blattoberseite und ist trotzdem nicht wirklich heikel. Meiner ist jetzt gerade leider ein bisschen Tripse verfressen, aber ich hoffe, der erholt sich auch wieder. Wirklich einfach, stellt den einfach hin. Er ist mit wenig Wasser zufrieden, mit viel Wasser. Man sieht es ihm relativ schnell an, wenn er zu wenig Wasser hat, dann beginnt er hier die Blätter so zusammen zu rollen und dann wisst ihr, jetzt müsst ihr Wasser geben. Auch eine absolute Anfängerempfehlung, die wunder wunderschön aussieht. Bevor wir mit der nächsten Pflanze weitermachen, falls dir das Video bisher gefallen hat, lass doch ein Like und ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Pflanze. Dann kommen wir zu meiner One and Only Syngonium und zwar ist das die Syngonium Albo Variegata. Zeigt die euch hier mal. Also ihr könnt sehen, wunderschön grün mit richtig schönen weißen Stellen. Und ich finde, die hat ja auch eine nicht stabile Variegation. Aber ich finde, wenn man der genügend Licht gibt, dann verhält sie sich schon sehr stabil und für eine variegierte Pflanze wächst sie wirklich, wirklich schnell. Sie macht auch jetzt im Winter hier laufend neue Blätter. Und ja, ich muss sagen, sie ist wirklich pflegeleicht. Ich mache mit der nicht viel. Vielleicht sollte ich sie mal noch an einen Stab binden, damit die dann noch ein bisschen größer werden kann. Aber ansonsten finde ich diese Pflanze für den Aufwand, den man betreiben muss, eine richtig schöne Hingucker-Pflanze. Und zudem ist sie mittlerweile sehr, sehr günstig zu haben. Also ich habe diesen Stecki, glaube ich, für 5 Franken damals beim PlantSwap gekauft und ja, bin mega happy damit. Dann kommen wir zur nächsten Gattung und das hier, meine lieben Freunde, ist eine Monstera. Es ist nicht eine normale Monstera, auch die finde ich eine richtige, richtige Hingucker-Pflanze. Das hier ist eine variegierte Form, ihr könnt das hier sehen. Und zwar ist es nicht eine normale Variegation, sondern die hier ist wirklich stabil. Das heißt, diese Pflanze wird egal,
wie immer irgendwelche Variationen drauf haben, denn es ist eine Monstera Thai Constellation. Ja, sie ist zwar ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber ich finde eine absolut easy plant. Ich weiß, dass viele auch gesagt haben, sie verrottet manchmal, aber das hatte ich jetzt wirklich noch gar kein Problem und ich habe sie wirklich als kleine Pflanze mir gekauft und seitdem wächst sie und jetzt im Winter sogar hat sie, muss mal kurz schauen, das Blatt hat sie jetzt im Winter gemacht und sie macht jetzt auch schon wieder eins. Also sie ist wirklich wuchsfreudig und ich finde, wer große, große Blätter mag, sie wird auch relativ schnell relativ groß. Also das müsst ihr vielleicht bedenken, falls ihr wenig Platz habt, dass die dann doch schon ausladend wächst und ein bisschen Platz braucht, weil, wie man sehen kann, ist sie schon ein bisschen groß für das, dass sie eigentlich noch ein kleines Baby ist. Ja, die Monstera Thai Constellation. Ja, und dann kommen wir zu meinem ganzen Anthurienstolz. Ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video schon gesehen. Das ist diese Liebe hier. Ich versuche euch mal ein bisschen zu zeigen, wie die Blätter aussehen. Nicht alle sind ganz, ganz schön geworden, aber das gibt es halt manchmal. Hier hat sie sich, glaube ich, ein bisschen verbrannt. Und das hier ist das neueste, noch nicht ganz ausgehärtete Blatt. Und ich würde sagen, auch die Anthurium crystallinum ist ein richtiger Hingucker und gar nicht mal so kompliziert. Ich habe hier einfach ein bisschen Moos noch oben hingetan, weil die bilden ja auch solche Wurzeln am Stamm aus, damit die dann ein größeres Wurzelsystem insgesamt kriegt. Und unten steht sie einfach in einem solchen Orchideentopf. Den durchwächst sie wunderbar. Wenn ihr die nicht gerade im Wasser stehen lässt, dann wird sie euch auch wunderschön gedeihen und richtig schön groß werden. Ja, das war's eigentlich auch schon mit den 5 Hingucker-Pflanzen, die, wie ich finde, ziemlich einfach in der Pflege sind. Vielleicht fällt dir ja auch noch eine Pflanze ein. Falls ja, lass es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!